Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Liebe Gemeinde, eine neue Zeit beginnt, ein neuer Anfang, ein neues Kirchenjahr. Advent, das heißt, Jesus kommt. Jesus kommt in unser Herz, genau dort hinein. Macht die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, so heißt es. Und so warten wir auf das erste Licht. Seht, es kommt. Und wir singen, seht, die gute Zeit ist nah. Es schmerzt,
Erfahrungen habe ich gemacht, die mich verletzt und die mich verändert haben. Ich kenne diese Türen. Ich habe für sie Namen. Es ist das, was mich an mir selbst hadern lässt, an anderen und an meinem Gott. Ich will sie sagen. Ich will diese Türen benennen und das tun wir. Sagen wir es Gott in einem Moment der Stille. Gott, ich nenne dir meine Schwere. Gott, ich sage dir meine Verletzungen. Gott, ich finde Namen für das, was mich trennt, von dir, von mir selbst und von meinem Nächsten. Gott, Türen gebe ich dir. Schließ du sie auf, wenn ich es nicht kann. Mach hoch die Tür, die Tor mach weit. Und dann heißt es, komm, o mein Heiland, Jesu Christ, meines Herzens Tür dir offen ist, ach, zieh mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit auch uns erscheint, dein heiliger Geist uns führ und leit, den Weg zur ewigen Seligkeit, dem Namen dein, o Herr, sei ewig Preis und Ehre. Und das bleibt, und dem sind wir gewiss, Gott kommt zu uns. Gerade jetzt. Amen.
Freue dich, Welt.
dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, ich möchte Ihnen eine Lebensgeschichte erzählen. Denn manchmal, da weiß ich gar nicht, wo ihr der Kopf eigentlich noch steht. Dann klingelt das Handy und sie nimmt ab mit entnervter Stimme immer die gleichen Phrasen. Ich kann die Kinder nicht übers Wochenende holen. Ich weiß überhaupt nicht. Wiederholt tut sich dieser Satz immer wieder. Sie erwidert, die Kinder haben sich doch so gefreut, aber es ist nichts zu machen. Anscheinend reicht es eben aus, allein der Kindsvater zu sein. Manche Dinge muss man so benennen, wie sie sind, auch wenn sie hart sind. Als wäre die Scheidung nicht schon genug. Noch immer tut es weh. Ja, keiner sieht es ihr an, weil es innerlich ist. Und doch war doch irgendwann mal so etwas wie Liebe. Eigentlich würde das schon reichen. Und dann ist da aber noch ihr Vater. Man merkt, es ging nicht mehr so wie früher. So manche Bewegungen wurden langsamer, so manche Arme wurden schwerer. Müde war er. Und dann erst vor wenigen Wochen klingelte das Telefon und ihre Mutter sagte zu ihr: Dein Vater hat Krebs. Schock. Keine Worte. Lange verheimlicht, Wut und Trauer, irgendwie alles gleichzeitig. Da ging es schnell, er konnte sich noch verabschieden. Am Dienstag war die Beerdigung. Es war ein rednerischer Tag. Sie weiß es noch genau. Der Papa, die Stütze, der doch immer da war, jetzt nicht mehr. Die Mutter selbst hat viel zu tun, sie zwischen Kinder und Beruf. Und auch dort ist es nicht einfach. Stellenstreichungen sagen sie, man wird nicht mehr gebraucht, als wäre man eine Ware im Hochregallager, ersetzt, weil man nicht mehr effizient genug ist. Manchmal weiß sie gar nicht mehr, wo ihr der Kopf steht. Eigentlich ist das verständlich. Wem würde es anders gehen? Sie könnte fast zusammenbrechen durch das Chaos im Kopf, die Wellen von Problemen, von Wut, von Trauer, von Enttäuschung, von Angst. So vielfältig wie der Mensch ist, so groß ist oft das Chaos im Kopf, gerade mit dem, was geschieht. Ich glaube, es muss sich etwas ändern bei ihr, und das sagt sie auch selbst. Andere raten ihr viel, aber Ratschläge sind manchmal auch Schläge. Ordnung ins Chaos zu bringen, ein wenig Hoffnung. Hören wir Worte wie ein Gedicht. Dem Herrn gehört die Erde mit allem, was sie erfüllt. Ihm gehört das Festland mit seinen Bewohnern. Denn über dem Meer hat er die Erde verankert, über den Fluten der Urzeit macht er sie fest. Da wird von Chaos erzählt. Genau wie in ihrem Kopf. Da ist alles durcheinander, doch genau dort entsteht Festes, dort entsteht Sicherheit, Erde, ein Halt im Chaosmeer der Gefühle. Aber jetzt, liebe Gemeinde, steht sie, liebe Heidi, vor einer Tür. Sie steht vor einer Tür, die ist schwer, die ist aus Holz. So alte Holztüren haben etwas ganz Besonderes und man glaubt, wenn man dort anklopft, steht ein alter Weiser davor, der einem Rat und Hilfe gibt für all die Probleme des Lebens. Geklopft hat sie noch nicht, so recht traut sie sich auch nicht. Sie überlegt, dort hineinzugehen, sieht das Schild: Herzlich willkommen. Unsere Tür ist geöffnet. Da geht sie hinein und dann hört sie etwas. Sie hört Musik, Melodien aus ihrer Kindheit, aus den Lautsprechern erklingen sie, auch das sind Hoffnungsworte wie ein Gedicht. Und die singen wir jetzt. Singen wir die erste Strophe vom Lied »Macht hoch die Tür«. Thank you.
Wer darf hinaufziehen zum Berg des Herrn und wer darf seinen heiligen Ort betreten? Heiliger Ort, besonderer Ort, eintreten erlaubt, voller Angst und Sorge, voller Zweifel und Wut, voller Freude, ankommen, da sein, willkommen. Erst jetzt bemerkt sie eine Gestalt. Und vielleicht haben Sie jetzt einen kleinen Zettel vor sich, ein Bild, das vielleicht ausgeteilt wurde, in der Sie diese Gestalt sehen können. Sie scheint sich auf Sie zuzubewegen, doch verharrt sie in dieser Position. Mit wallendem Gewand steht sie vor ihr, nähert sich, so scheint es. Die Gestalt scheint nicht zu rennen, der Schritt angedeutet, gleichsam ruhig. Sie traut sich, sie merkt, das ist eine Skulptur. Sie geht auf Tuchfühlung. Noch immer ertönen die Stimme des Liedes im Hintergrund und sie schaut diese Gestalt an, wie es sich bewegt, auf sie zu, auf ihre Probleme. Sie schaut seine Hände an und die Hände sind zerfurcht, so als hätte er schon selbst Böses erlebt, so als hätte er selbst das Chaos der Gefühle schon einmal erlebt. Und doch wirken die Hände einladend, als würden sie ihn ergreifen. Kann sie ihm es sagen, all das, was sie fühlt? Warum nicht? Singen wir die zweite Strophe. Thank you.
erfüllt, seid hoch erfreut. Ihr Türen der Urzeit, öffnet euch. Es kommt der Herr der Herrlichkeit. Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der Herr stark und mächtig. Es ist der Herr mächtig im Streit. Er nähert sich anders als erwartet. Er ist kein Paukenmensch, sondern ein Satan. Er öffnet Türen und Herzen. Eine große Hoffnung macht sich wahr. In diesem Moment, liebe Gemeinde, öffnet sich eine Tür neben ihm. Es ist die Tür der Sakristei und spätestens jetzt haben sie gemerkt, es handelt sich um eine Kirche. Da kommt eine Person zu ihr und sagt, sie haben es ihm gesagt, oder? Viele tun das. Viele sagen ihm, was sie bedrückt. Und dann ist es so, als würde eine Tür aufgehen. Eine Tür von außen, eine Tür in einem selbst. Sie überlegt und sagt ja, wie eine Herzenstür. Da ändert sich etwas. Ich kann mein Herz ausschütten für das, was da noch kommt. Wir nennen das Glaube, wir nennen das Vertrauen. Genau dort, wo Jesus Gott selbst in uns hineingeht, dort, wo sich Türen öffnen, dort, wo das Meer des Chaos Ruhe und Sicherheit findet, dort kommt der Herr der Herrlichkeit. Das Bild, das manche von Ihnen haben, das ist in einer Kirche, in St. Moritz in Augsburg, die Schwaben sagen in Augsburg. Genau dort finden Sie diese Statue. In dieser Kirche ist alles entfernt, außer Bänke und dieser Jesus, der auf einen zukommt. Jesus, Gott selber, der sich aufmacht in unser Herz. Lassen wir ihn ein. Machen wir die Herzen weit. Machen wir die Türen auf in dieser Welt für ihn. Denn mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Ja, wer ist der König der Ehren? Es ist der Herr Zebaoth. Er ist der König der Ehren. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und unsere Sinne in Christus Jesus, der da kommt in unser Herz. Und die Gemeinde sagt, Amen. Und wir singen die letzten zwei Strophen, die vierte und die fünfte Strophe. Thank you.
An dieser Stelle, liebe Gemeinde, dürfen Sie sich einmal in unserer St. Laurentiuskirche umschauen. Also ganz bestimmt ist Ihnen aufgefallen, dass heute etwas anders ist. Wenn nicht, dann müssen wir nochmal miteinander reden. Sie merken, hier ist einiges anders. Es sind Bilder, es sind Skulpturen. Heidi Dostler hat diese Skulpturen, diese Bilder gemalt, gestaltet. Sie sehen Türen, sie sehen verschlossene, sie sehen offene Türen. Sie sehen Menschen, Skulpturen von Menschen, die uns begleiten. Sie sehen Menschen, die nahe beieinander sind, vielleicht eine Mutter mit ihrem Kind. Sie sehen verschlossene und sie sehen offene Türen. Gerade haben wir davon gehört, dass wir unsere Herzenstüren öffnen für Jesus Gott selber. Diese ganz besonderen Bilder, die wir dank dir, lieber Heidi, hier in dieser Kirche noch ausstellen dürfen, dürfen Sie heute noch bewundern. Die dürfen Sie noch viel, viel länger bewundern, denn diese Ausstellung, die werden wir bis Ende Januar, also bis zum Ende der Epiphaniaszeit, hier in dieser Kirche belassen. Kunst und Kirche gehören aufs Engste miteinander zusammen. Immer wieder geht es darum, auch zu sehen, wie Gottes Liebe wirkt. Schauen Sie sich gerne diese Bilder im Anschluss dieses Gottesdienstes noch an. Und Sie haben heute natürlich noch die Möglichkeit, mit der Künstlerin selbst ins Gespräch zu kommen. Sie sitzt mitten unter uns sozusagen und dürfen gerne noch mit ihr reden. Weiter finden Sie hinten noch ein paar Informationen zu den Bildern. Sie dürfen auch gerne noch Gäste, die Sie vielleicht in der Weihnachtszeit oder in dieser Neujahrs- und Altjahresabendzeit hier begrüßen dürfen, auch gerne noch in diese Kirche hineinführen und diese Ausstellung zeigen. An dieser Stelle, liebe Heidi, herzlichen Dank für diese wunderbaren Bilder und dass wir dies hier in dieser Kirche ermöglichen können. Und vielen Dank auch an den Kirchenvorstand, der es auch gewagt hat zu sagen, Kunst und Kirche lassen wir in dieser Kirche zu und schauen einfach, was das mit uns meint. Und so hören wir den Spruch, den Wochenspruch aus Sacharja 9. Siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Helfer. Siehe, ein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Und so beten wir miteinander und füreinander. Und so bringen wir dir all das, was uns bewegt.
alles, was uns beschäftigt, in das Gebet, das du uns zu beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuld. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von der Wüste. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Einen gesegneten ersten Advent. Sie dürfen sich jetzt setzen.